die Wichtelmännchen und das Ei. Zwei Wichtelmännchen, Schnack und Schnick, beschauen ein Ei mit ernstem Blick. Sie sinnen lange hin und her und wüssten gerne, was das wär. Lass mich hinauf, ich bring's heraus, spricht Meister Schnack, ein altes Haus, und freundlich leiht von freien Stücken. Als Leiter Schnick ihm seinen Rücken. Kaum aber Schnack sitzt auf dem Ei, da dreht es sich, und mit Geschrei, zu nicht geringem Staunen Schnicks, fällt Schnack herunter augenblicks. Nein, spricht Herr Schnack, so geht es nicht. Es fehlt am rechten Gleichgewicht. Von links und rechts zu gleicher Zeit besteigen sie das Ei zu zweit. Behaglich sitzen auf dem Ei die Wichtelmännchen alle zwei. Da leuchtet ihnen endlich ein, das Ei könnte eine Schaukel sein. Weil ihnen solches lustig schien, sie schaukeln lustig her und hin. Doch lange währt die Freude nicht. Herr Schnick verliert das Gleichgewicht. Schnick stürzt herunter, weh, oh weh. Da schellt's den andern in die Höhe. Schnick ballt die Faust in wilder Wut. Herr Schnack darob sich freuen tut. Doch schon im nächsten Augenblick, voll Spott und Hohn laut lacht Herr Schnick. Das Ei schlägt um von selber, knack. Und auf dem Boden liegt Herr Schnack. Und wie sie kamen drob in Zwist, das Ei entzwei gebrochen ist. Im Klar und Dotter von dem Ei ertranken schier sie alle zwei. Daraus erkenne Schnack und Schnick, wie leicht sich wenden kann das Glück. Das Unglück kommt oft sehr geschwind, weil Glück und Ei zerbrechlich sind.